Eine geräumige, barrierefreie Auffahrt, eine helle Fassade und moderne Architektur. Das neue AWO Seniorenzentrum in Dienstlaken hat seine Pforten geöffnet. 102 Heimplätze wurden hier geschaffen, und zwar ausschließlich in Einzelzimmern. Bei der feierlichen Eröffnung bekundete auch Guntram Schneider, NRW-Minister für Arbeit, Integration und Soziales, seine Begeisterung für den Neubau. Zunächst einmal ist es bemerkenswert, dass hier für jeden Bewohner ein Einzelzimmer zur Verfügung steht. Zum anderen ist hier ein lückenloser Übergang von privatem Wohnen hin zu stationärer Unterbringung vorhanden. So stellt sich das Land Nordrhein-Westfalen die zukünftige Förderung, die zukünftige Vorgehensweise im Bereich älterer Menschen vor. Ältere Menschen finden hier nicht nur einen neuen festen Wohnsitz, sondern auch Angebote in der Tagespflege. Unterstützung bekommt die AWO dabei vom Land Nordrhein-Westfalen. Für uns gilt der Grundsatz ambulant vor stationär. Also die Menschen sollen so lange, wie es irgendwie möglich ist, in ihrer ursprünglichen Umgebung verbleiben. Aber dies ist natürlich mit zunehmendem Lebensalter schwierig. Und deshalb müssen wir auch weiterhin stationäre Einrichtungen zur Verfügung haben. Die großen Wohlfahrtsverbände und damit auch die Arbeiterwohlfahrt sind hier sehr engagiert und wir unterstützen dieses Vorhaben. Im Übrigen werden wir weiterhin genügend qualifizierte Menschen in der alten Pflege benötigen. Dies wird nicht ohne zusätzliche finanzielle Mittel möglich sein. Und deshalb werden wir uns auch über die Zukunft der Pflegeversicherung in absehbarer Zeit unterhalten müssen. Das Wilhelm-Landermann-Haus ist keine gänzlich neue Einrichtung. Seit den 90er Jahren steht der alte Gebäudekomplex und bietet neben Einzelzimmern zur stationären Pflege auch altengerechte Wohnungen. Nun sind 91 Bewohner in das neue Haus umgezogen und der Umbau soll weitergehen. Der Bau der Seniorenwohnungen um uns herum im Karree ist geplant und da freuen wir uns auch schon drauf. Wir freuen uns auch jetzt inzwischen, wenn der Altbau abgerissen wird, weil er nimmt uns die Aussicht. Neue Zimmer, neue Wohnungen. Die Arbeiterwohlfahrt Dienstlaken rüstet auf. Und auch im Haus gibt es neben der jüngst eingerichteten Tagespflege eine Neuheit, die Tagesoase. In der Tagesoase werden Bewohner betreut, die nicht mehr so mobil sind, fast ausschließlich im Bett liegen müssen oder nur zeitweise das Bett verlassen können und wo wir Angst hatten, dass sie alleine im Zimmer einfach vereinsamen. Und die Bewohner werden tagsüber in einen Gemeinschaftsraum gebracht, der direkt an ihre Zimmer angrenzt, an diesen Aufenthaltsraum und werden dann von morgens bis abends da betreut. Die Zahl der älteren Bevölkerung ab 65 Jahren wird in Dienstlaken in den nächsten Jahren stetig steigen. So zeigt es ein Bericht der Stadt. Barrierefreies Leben und Wohnen wird somit immer wichtiger. Die Arbeiterwohlfahrt ist mit ihrem Haus dafür einen großen Schritt nach vorne gegangen.